Im Rahmen des Projektes Hast du das auch schon erlebt? Haben sich mehrere TeilnehmerInnengruppen künstlerisch mit dem Überthema Liebe und Hass im Internet auseinandergesetzt. Erstens haben wir uns in einer Runde gesessen oder sind wir in einer Runde gesessen und haben wir Brainstorming gemacht. Wie kann man erstmal die Emotionen auf Leinwand oder auf Modellierungsmasse ausdrucken? Und dann haben wir darüber geredet, was heißt Hass und Liebe überhaupt und was heißt Hass und Liebe in digitalen Medien und was hat jeder von Erfahrungen gemacht. Im zweiten Teil haben wir dann angefangen, das auszudrücken. Hat ein bisschen Zeit gedauert, bis die im Modus waren, haben sich nicht so richtig gut zutraut, aber danach ging ich das ja, reibungslos. Ja, wir haben einen Theaterworkshop gemacht. Wir haben uns kreativ mit dem Thema Hass und Liebe in den Social Media Internetseiten auseinandergesetzt. Genau, wir haben zum Überthema Hast du das auch schon mal erlebt? Viele künstlerische Szenen erschaffen. Zuvor haben wir einmal so ein paar goldene Theaterregeln abgecheckt, so ein paar Basics gemacht, haben dann vor allem so ein paar Aufwärmspiele gemacht, um einfach mal reinzukommen, was bedeutet das überhaupt, Theater zu spielen, so den eigenen Körper mal so unter Kontrolle kriegen. Und ja, dann haben wir anschließend Szenen erstellt, die Teilnehmenden vor allem auch in Eigenverantwortung, die hatten so eine grobe Vorgabe und ja, daraus haben wir dann quasi ein Gesamtkonstrukt geschaffen und haben daraus eine Präsentation erstellt. Hallo, mein Name ist Robert Matzke. Ich bin Illustrator, Zeichner und Maler aus Münster. Und ja, heute bin ich hier im Enno-Haus, wo wir zusammen einen Workshop machen. Und ja, zum Überthema Liebe und Hass im Internet. Die Idee kam vorhin spontan mit den anderen Teilnehmern. Und das haben wir dann so zusammengewürfelt. Also jede Idee dann irgendwie zu eins dann. Ne? Das ist ein Bild wird. Das ist natürlich dann ja, auch nicht immer einfach, aber bis jetzt bekommen wir es, glaube ich, denke ich, ganz gut hin. Durch das Projekt entstanden in enger Zusammenarbeit mehrere künstlerische Produkte und die jungen TeilnehmerInnen haben sich aktiv mit dem wichtigen Thema des gegenseitigen Respekts im digitalen Raum auseinandergesetzt.